Hallo und herzlich willkommen zu Falten mit Yvonne. Und Max. Wir zeigen euch, wie ihr Geld kreativ verschenken könnt. Heute falten wir ein Hemd mit Krawatte. Ihr benötigt hierfür einen Geldschein. Und es ist ganz egal, welchen Geldschein ihr verwendet, es geht mit allen. Je größer der Schein ist, umso leichter ist es natürlich. Und wir werden das jetzt nicht mit echtem Geld falten, sondern mit Spielgeld in Originalgröße von Cashbricks. Einfach damit es im Bild nicht so spiegelt. Und damit man die Faltkanten schön sieht. Es funktioniert aber mit echtem Geld wirklich ganz genauso. Wir haben es ausprobiert. Los geht's! Nehmt euren Geldschein, dreht ihn herum, sodass ihr die Rückseite seht, und halbiert euren Geldschein einmal der Länge nach. Sehr schön. Dann öffnet ihr den Geldschein wieder und habt in der Mitte eine Faltkante, die ihr sehen könnt. Und nun faltet ihr die Kanten eures Geldscheines zu dieser Faltlinie oder dieser Mittellinie hin. Okay, diese Faltung öffnen wir wieder. Und jetzt hat euer Geldschein Farbzonen quasi. Ich zeige das mal bei einem richtigen Fünfer. Wir haben hier eine farbigere Seite und eine weiße, hellere Seite. Und den nächsten Schritt macht ihr bitte auf der farbigen Seite. Also wir sind ja verkehrt herum, also bitte auf der farbigen Seite jetzt falten. Bei mir ist es hier. Bei dir bei auch. Mir hier. Genau. Jetzt geht es wieder um diese Mittellinie, die wir hier haben. Und jetzt falten wir die Spitze zur Mittellinie hin, sodass ein Dreieck entsteht. Die untere Spitze hier. So, Faltkanten wie immer gut feststreifen, nehme ich an. Genau, mit der anderen Spitze dasselbe, auch rüberfalten, sodass der Geldschein so eine Spitze bekommt. Okay, jetzt haben wir einen Pfeil. Genau. Und jetzt tun wir diese Spitze noch einmal umklappen, also quasi an der Kante von dem Dreieck einmal umklappen. Wichtig ist jetzt, dass diese Spitze haargenau auf dieser Mittellinie zum Liegen kommt. Dann ist es gerad. Hier an dieser Kante so nach innen umfalten. Okay, Spitze, ja, gut. Ja, beinahe, exakt. So, den nächsten Schritt zeichne ich jetzt einmal an meinem Geldschein an, damit alle wissen, worum es geht. Euer Dreieck hat eine Mittellinie, die hier aus dieser Mittellinie entsteht. Jetzt durchs Anzeichnen seht ihr meine Mittellinie. Ja? Und diese Mittellinie jetzt wird hier auf diese Seite draufgefaltet, also rübergelegt. Ich zeige, was ich meine. Ihr nehmt diese Ecke und legt die hier auf diese Kante drauf. Dadurch knickt es da so zusammen.
Also den Schein hinlegen, diese Linie einfach rüberklappen, genau aufeinander legen und dann hier diesen Teil, der sich hier drin bildet, den dann runterdrücken, festdrücken, diese Kante hier ganz festmachen und es dann wieder öffnen. Und dann hat sich hier eine neue Linie gebildet. Versucht es mal. Diese Mittellinie hier dahin falten. Darüber legen, genau. Diese Mittellinie ein bisschen anheben, genau. Perfekt. So, ich halte mal da so ein bisschen mit dem Daumen fest, oder, dass das unten bleibt. Und dann lege ich das da drauf. Genau, Spitze auf Spitze und dann das Teil, was innen, genau, gut festschreifen. Gut feststreifen. Jetzt habe ich da drin ja wieder so eine kleine Spitze. Mhm. Und das dann wieder öffnen, weil es geht uns wirklich nur um diese Kante, die sich jetzt hier gebildet hat. Okay, also gut feststreifen mit dem Fingernagel, oder, damit ich die dann auch sehe. Und dann wieder aufmachen. Genau. Und wieder so einklappen. Genau. Ich zeichne die jetzt mal bei mir an. Wir haben jetzt quasi hier eine neue Mittellinie, also eine neue Faltkante. Dasselbe möchten wir jetzt auch hier haben. Also wieder von dieser ursprünglichen Mittellinie aus diese auf die Kante drauflegen. Genau dasselbe wie gerade eben. Es bildet sich hier drin eine neue Spitze. Und die Faltkanten davon gut festmachen. Zeig das mal, wie das ausschaut. Das ist wie ein Dreieck wieder drin. Und wenn man es wieder öffnet, dann hat man hier diese Faltkante. Ist da richtig gut zu sehen. Die sieht man jetzt sehr gut, ja. Genau. Ich zeichne sie wieder an, weil die braucht man dann. Du weißt ja, was mal. Du zu tun hast, genau. Ich glaube schon. Diese Mittellinie hier drauflegen. Also, ich halte mir das hier irgendwo fest und drücke diese Kante nach oben und lege sie so rüber. Du hast, oh, das sieht mal schöne Spitze innen, genau. Und hier diese Kante da streife ich jetzt noch gut fest. Eigentlich wie ein Haus da. Ja. So, und das machen wir aber wieder auf und legen es wieder zurück. Okay. Genau, und jetzt hat jeder, jeder rechts und links eine Linie. Ich denke, das Prinzip ist klar. Ja. Perfekt, weil das machen wir jetzt noch zweimal. Und zwar gehen wir jetzt wieder von dieser Mittellinie, aber jetzt zu dieser neuen Linie, zu dieser neuen Faltkante hin. Wir wollen ja eine Krawatte haben und die ist jetzt uns noch zu breit. Wir wollen die halb so groß und diese Linien erschaffen wir quasi, indem wir jetzt von dieser Mittellinie aus hier rüber falten. Also wieder genau dasselbe, nur jetzt ein bisschen kleiner. Man nimmt es und drückt es auf dieses. Und tut wieder das Innenleben gut festmachen. Ich hebe es wieder an, damit man es sieht. Ist jetzt innen wieder eine kleine Ecke. Und es geht darum, hier das festzustreifen, damit man diese Faltkante jetzt sieht. Hier in der Mitte. Die Mittel auf die hier drauf. Gut, im Endeffekt muss ich ja nur hier dieses Material nach hinten wegdrücken und das umlegen. Genau, und festmachen. Und dann immer gut feststreifen.
Bitte aufmachen. Genau. Okay. Und dasselbe natürlich auch zur anderen Seite. Also wieder von der Mittellinie aus auf die neue Faltkante legen. Und das hintere, was sich da aufgibt, gut festmachen. Wieder öffnen. Ich zeige das jetzt mal ganz kurz mit anderen Linien. Die gestrichelten sind die aktuellen. Hm? Genau. Die hier hin. So ein bisschen zurechtweisen, dass es auch nach hinten verschwindet. Erledigt. Ja, sehr schön. Diese neuen Faltkanten, die wir gerade eben gemacht haben, die drücken wir jetzt mal nach oben. Die liegen jetzt eher nach unten. Das wird jetzt nach oben gedrückt von beiden Seiten. Ich fange mal damit an, weil man dann die tatsächliche Krawatte sieht. So, das ist ja die Krawatte dann. Und ich möchte, dass ihr die Faltkante, die neuere, die ich jetzt hier gestrichelt habe, wieder auf die davor legt, sodass dieser Stück komplett verschwindet und das lasst ihr dann aber auch so. Also das nicht wieder öffnen. Und dasselbe auch bei der anderen Seite, das, was bei mir gestrichelt ist, auf die erste drauflegen. So ein bisschen. Das geht natürlich im Liegen besser. So sieht das Ganze dann aus, natürlich ohne Linien gezogene. Und ich hole mal zum Vergleich, das ist dann die fertige Krawatte. Genau. Jetzt bist du dran. Weiß ich das jetzt noch? Ach, du hattest zuerst diese Linien hier nach vorn gebogen, gell? Weil die dann eher nach hinten wegklappen. Ja, das sind nur recht schwach. Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr nachfahren können. Aber es geht. Einfach mal schauen, weil hinter eurer Krawatte, vielleicht zeige ich das mal, tut sich das halt so zusammen. Also wenn ihr das dahinter schiebt, dann tut sich das hier in der Mitte so zusammenlegen. Ja? Darauf vielleicht noch achten, dass das hinhaut. Also. So. Und dann hier drüben auch, das war jetzt diese Linie hier. Und die von der Krawatte. Mal gucken, ob sie es hinter der Krawatte zusammenfügt. Moment. Das ist ein bisschen sterrig, das Papier. Wir können es auch anders machen. Also ihr könnt euch auch mal die Spitze so hinlegen. Vielleicht hilft dir das. Moment. Also hier hatte ich es ja schon. So. Und jetzt wollte ich die Linie auf die legen, oder? Genau, andersrum. Du musst die Linie auch nach innen legen. Die muss nach innen. Und die andere ist die äußere. Die muss nach innen? Dass die sich da treffen in der Mitte. Ah, so kann man es auch machen. Die Linie zur Mitte von der Krawatte hinlegen. So. Genau. Ah, jetzt habe ich es wieder richtig. Genau, dann hat man die Krawatte. Dann euren Geldschein hinlegen und die Krawatte runterdrücken.
wieder schauen, dass die Mitte von eurer Krawatte genau diese Mittellinie trifft. Und dann hier einfach runterdrücken. Und hier auch runterdrücken. So, so lege ich den Schein hin. Mhm. Und die Krawatte will ich jetzt mit der Spitze auf der Mittellinie. Zusammen mit den anderen Sachen. Genau, also schauen, dass es hinter der Krawatte nicht aufgeht. So, ausgerichtet ist es. Und jetzt streife ich das hier nach unten fest. Okay. So. Von der anderen Seite schaut es so aus. Ja, eher unscheinbar. Auf der Seite bleiben wir auch und tun jetzt die alte Faltung. Wir hatten ja vorhin mal die äußeren Kanten zur Mittellinie gefaltet und das machen wir jetzt quasi in die andere Richtung. Wir nehmen diesen Teil des Scheines und biegen ihn einmal um. Da gibt es ja schon eine Faltkante. Wieder zur Mittellinie hin. Und den anderen auch. Dann noch einmal umdrehen. Also wieder so rum, dass man die Krawatte sieht. Genau. Jetzt an den weißen Teil eures Scheines gehen und hier einen dünnen Streifen einfalten. Der wird dann der Kragen eures Hemdes. Und der muss nicht besonders groß sein. Dann nicht besonders dick sein. Mhm. Jetzt einfach nach Augenmaß, so wie man meint, oder? Der Schein muss so liegen, dass man die Krawatte sieht, sonst ist man in der falschen Richtung. Jetzt drehen wir den Schein um. Mit der Seite sind wir nämlich fertig. Gehen jetzt an diese Seite. Und als allererstes tun wir den Kragen auf diese Seite holen, indem wir diesen Schein an der Spitze, und zwar die Spitze, wo nicht, also das ist jetzt der obere Teil, wo auf der anderen Seite die Krawatte ist. Und wir sind hier am Kragenteil, den wir gerade umgebogen haben. Und wir falten jetzt die Ecke zur Mitte hin, mit einem etwas spitzeren Verlauf. Das muss man also selber so ein bisschen, ja, abschätzen, wie man das macht, oder? Also die Spitze jetzt hier zur Mitte. Man macht halt den Kragen. Ja. Also jetzt nicht so knapp, sondern schon etwas länger. Genau. So vielleicht, bis hierhin. Mhm. So? Ja. Und die andere Seite sollte dann natürlich genauso ausschauen. Also jetzt orientiert ihr euch an eurer anderen Seite und macht es auf der Seite genauso. Soll möglichst gut dazu passen. Also sollen sich wahrscheinlich die beiden Kragenspitzen hier treffen. Das wäre schon mal gut und hier wäre es auch gut, gell? Und so ungefähr. Muss aber unten nicht haargenau sein. Ende wäre. Es muss nicht genau sein, dass oben der Kragen sich gut trifft, das ist viel wichtiger.
weil den unteren Teil des Scheines wird man dann nicht sehen. Ah, okay. Ja, aber es so ungefähr passt trotzdem. Genau. Ich zeig's mal näher noch. So sieht der Kragen dann jetzt aus. Dann brauchen wir noch einen Faltschritt. Diesmal wird diese Spitze des Scheines, den falten wir nach außen, um einen Ärmel zu bekommen. Genau. Und am besten so weit umfalten, dass man hier endet. Wo endet? An der Spitze außen. Ah. Das dann natürlich auf der anderen Seite auch. Ist wieder so, das untere, das sieht man nicht. Aber die Ärmel sieht man halt. Dass die einigermaßen gleich sind. Genau. Also ich nehme den Schein jetzt so, dass diese Spitze hier oben ist. Mhm. Und jetzt, wie war jetzt das? Ich muss... Diese Ecke? Die Ecke? Nein, die in der Mitte. Die Ecke? Genau, nach außen umklappen. Um den muss Ärmel... Nach außen. Ach, die muss nach außen. Okay, jetzt. Und hier orientiere ich, also das soll quasi hier bleiben. Mhm. Dann halte ich das mal fest und den Rest falte ich so nach außen. Also dann einfach mal umdrehen und gucken, ob das genug Ärmel für dich ist. Finde ich gut. Dann einfach dasselbe auf der anderen Seite. Naja gut, ganz gleichmäßig sind sie bei mir nicht, aber es ist schön so. Das finde ich jetzt aber schon. Es täuscht, glaube ich, auch, weil das hier dunkler ist wie hier drüben. Ja, das glaube ich auch. Gut, und jetzt muss der Kragen von der Seite noch hier hoch. Und das schaffen wir, indem man den Schein jetzt einfach halbiert und so lange nach oben schiebt, bis wir hier sind. Und dann die Krawatte dazwischen schieben. Und dann hält der Kragen oben das fest und hier unten drückt man zusammen. Das ist ja faszinierend. Ich habe das ja wirklich noch nie in meinem Leben gefaltet und bin jetzt doch erstaunt. Also man muss jetzt nur hier diesen Kragen so nach hinten rüber legen. So. Genau. Und dann... Einfach so nach, so nein, nach Augenmaß reinlegen. Also nach, hier, nicht nach Augenmaß, hier dazwischen. Einfach runterschieben, genau. Das hat jetzt nichts mit Augenmaß zu tun. Ja, einfach in die Mitte reinlegen. War jetzt falsch gesagt. Einfach hier so nach Gefühl, bis es halt nicht mehr weiter geht, hier unten so reinschieben. Mhm. Zack. Dann bist du an der richtigen Stelle und kannst unten Dann kann festmachen. Ich unten platt drücken. Und schon hast du aus einem Geldschein ein Hemd mit Krawatte gefaltet. Sehr cool. Das ist eigentlich so der Klassiker fürs Brautpaar. Vielleicht für die Braut noch ein Brautkleid falten. Haben wir auch ein Video. Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, jetzt, um zu zeigen, dass das Brautpaar damit dann auch bezahlen kann, werde ich den jetzt einfach wieder zerlegen, den Schein. Habe ich auch noch nie gemacht. Wenn ihr unseren Kanal unterstützen möchtet, dann tätigt doch einfach euren nächsten Amazon-Einkauf über den Partnerlink in unserer Videobeschreibung. Ihr bezahlt dann den gleichen günstigen Preis wie immer und wir bekommen eine kleine Provision. Vielen Dank schon mal. So, und jetzt können die beiden damit in die Flitterwochen fahren und ganz normal bezahlen. Falls ihr Motivwünsche für die Zukunft habt, einfach unten in den Kommentaren hinterlassen. Wir schauen dann, ob es machbar ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen und wenn du meinen Kanal abonnierst. Denk immer daran,
Geld ist das einzige Geschenk, das man problemlos umtauschen kann. Bis zum nächsten Mal.